Hallo Leute, da ist wieder der Stefan von Outdoor Chiemgau. Wir haben ja im Shutdown und jeder will wissen, wie geht's weiter, wann geht's weiter, was wird passieren. Und gerade in dem Moment, wo ich dieses Video drehe, wird darüber diskutiert. Ich weiß nicht, was rauskommt, aber ich weiß, eine der Entscheidungsgrundlagen ist diese Studie von den Leopoldina. Die Nationale Akademie der Wissenschaft. Dritte Ad-Hoc-Stellungnahme Coronavirus-Pandemie, die Krise nachhaltigen überwinden vom 13. April 2020. Und daraus werde ich heute ein paar Sachen vorstellen. Dazu muss man zuerst mal wissen, wer sind diese Leopoldiner? Das sind unter anderem Lehrer, Theologen, Rechtsphilosophen, Soziologen, Wirtschaftsgeschichte ist mit dabei und immerhin ein Mikrobiologe. Kein Virologe, kein Epidemiologe, die wo eigentlich in diesem Fall auch wichtig wären. Und die sagen jetzt, das sollte Deutschland tun. Und wenn du wissen willst, was in der Studie drinsteht, was die für gute Ideen haben und was die für manche nicht so gute Ideen drin haben, waren also Linksgrüne dabei, so viel kann ich schon mal sagen, dann bleib einfach dran. Braucht eben 2000 Watt. Also was ich euch gleich mal sagen kann, es ist verdammt langweilig zu lesen. Also ich muss es auf 3 Mal lesen, weil ich fast eingeschlafen bin dabei. Weil da irgendwie scheinbar jeder seinen Abschnitt nur mehr gemacht hat und nur mehr auf das Gleiche hingewiesen hat und nur mehr das Gleiche. Es waren ganz viele Wiederholungen drin. Deswegen nur das Wichtigste. Das Erste ist, was die fordern, ist einfach schlichtweg mehr Tests. Wir brauchen viel, viel, viel mehr Tests, um zu wissen, wer ist infiziert, wer ist nicht infiziert. Ist es wirklich so schlimm, das Coronavirus, oder ist es in Deutschland vielleicht nicht so schlimm? Da kommen wir dann später drauf, welche Erklärung die dazu haben. Die ist nämlich echt gar nicht schlecht, muss ich sagen. Es geht weiter, sie wollen dann auch einen Vergleich, dass man eben dann, wenn man diese Tests hat, auch mal zum Beispiel mit der Grippe vergleichen kann, mit anderen Sachen. Dass man weiß, ist denn das alles nötig, was jetzt ist, oder ist es weniger nötig? Und das kann man aber nur, wenn dementsprechende Tests da haben. Was sie dann aber sich gleich dagegen gestreibt haben, ist das, was manche so als Idee gehabt haben, dass man einfach die Risikogruppen wie die Alten wegsperrt, wie die, die vorher erkrankt haben, weil ihr müsst euch mal überlegen, bis die Gesellschaft auf solch ist, das kann ein Jahr dauern. Das heißt, die müssten wir ja dauerhaft wegsperren. Also, mehr hätte ich jetzt auch nicht. Ich bin vielleicht, ich habe Diabetes Typ 2, keine Ahnung, bin damit gefährdete Person und muss jetzt ein Jahr lang daheim bleiben. Wahrscheinlich auch nicht so. Natürlich die Alten logischerweise etc. Was mir aber gar nicht gefällt und was die jetzt des Öfteren drin gehabt haben, ist das Thema Handyortung. Und zwar steht am Anfang da freiwillig bereitgestellte GPS-Daten in Kombination mit Kontakt-Tracking. Dann stehen sie eben drunter, dass eben eine digitale Datenspende noch zu den normalen Methoden dazukommen soll, mit Umfragen per Smartphone-App, wo der aktuelle Gesundheitszustand der Bevölkerung abgefragt wird. Was man auch zum Beispiel vereinfachen könnte mit Fitness-Tracker oder Wearables, wie die heißen, weil die Daten zum Ruhepuls zu sonstigen sowieso aufzeichnen. Und ich stelle mir dann die Frage, jetzt habe ich vielleicht meinen erhöhten Puls, weil irgendwas war und plötzlich stehen die mit den weißen Anzügen vor mir und sagen, komm mal mit, wir machen einen Corona-Test. Damit es verantwortungsvoll umgeht, wollen die also die Gewährleistung eines verlässlichen Schutzes der Privatheit mit diesen Daten und deren Qualitätssicherung kann durch Datentreue in der Sicherheit sichergestellt werden. Frage ich mich, wer kontrolliert dann die Datentreuhänder? Und vor allem ein paar Seiten drunter geht es dann folgendes. Man sollte auf europäischer Ebene die Datenschutzregelung für Ausnahmesituationen überprüfen und anpassen. Ihr habt es vielleicht schon mitgekriegt, Google und auch Apple wollen ja ins Betriebssystem das einige, dass quasi diese Sachen automatisch übermittelt werden können. Auch ohne unsere Zustimmung? Ich will das nicht. Dass der Staat ständig weiß, wo ich bin und was ich gerade mache, wie mein Puls ist oder sonstiges. Also, da kommt nur was auf uns zu. Also wie gesagt, mit Datenschutz lockern auf EU-Ebene haben wir gerade die DSGVO eingeführt und schon ist die wieder ad acta, scheinbar. Naja, es geht dann auch weiter, sie sagen ja ganz klipp und klar, man muss die Angst kommunizieren, damit die Leute auch mitmachen. Durch realistische und pointierte Darstellung der Ansteckungsgefahren die Bereitschaft zur Kooperation der Bürger bei der Einhaltung notwendiger Maßnahmen fördern. Ja,
ist natürlich eine gewisse Logik dahinter. Wenn die Leute sagen, ich brauche mir die Hände nicht mehr waschen, ich brauche die Abstandsregelung nicht mehr, was wird passieren? Ganz klar, dann werden die auch nicht mehr eingehalten. Und damit wird das Virus wieder nach oben steigen. Das ist eigentlich ganz logisch. Aber es soll nicht zu ungerechtfertigter Angst kommen. Wie das dann funktioniert, steht leider nicht dran. Also da mehrere Lehrer drin waren, war eines der Hauptpunkte die Wiederöffnung der Schulen. Und ich glaube, das interessiert auch jeden. Und ich finde, da haben ein paar ganz gute Ansätze dabei. Und ein paar, ich weiß es nicht mehr. Also die sagen halt, die Wiedereröffnung der Schulen muss so schnell wie möglich wieder passieren. Und zwar schrittweise. Also nicht einfach Schule öffnen, alle wieder nein. Sondern es geht schon mal los. Alle Maßnahmen sind auf längere Zeit unter Einhaltung der Vorgaben zur Hygiene, Abstand, Mund-Nasenschutz. Das Thema Mund-Nasenschutz wird mit Sicherheit kommen, da bin ich mir ganz sicher. Das wird auch in dem Pamphlet, ich weiß nicht wie oft genannt. Also ich würde euch empfehlen, Mund-Nasenschutz schon mal zu kaufen. Wer jetzt nicht weiß, wohin, in meinen Amazon-Shop schaue ich immer, dass ich vernünftige Angebote, die schnell geliefert werden und auch noch relativ günstig sind, weil es ist ja Wahnsinn, was da für Preise verlangt werden. Und wenn das erst Pflicht wird, dann könnt ihr euch vorstellen, wie dann die Preise nach oben gehen. Also das Thema, dem würde ich mich gleich annehmen. Oder halt selber welche machen. Also wie gesagt, es geht dann quasi mal los bei den Kindern im Grundschulbereich. Da sagen sie dann eigentlich, es sollen reduzierte Gruppengrößen sein. Nachdem ich weiß, dass die meisten Klassen eigentlich übervoll sind, wie soll das funktionieren? Teilt man dann die Klasse auf und die einen gehen am Montag, die nächsten am Dienstag und dann wieder Mittwoch? Das ist hier nicht so genau beschrieben. Sie sagen nur, es sollen maximal 15 Schüler sein. Und dann vor allem erstmal so die vierte Klasse, die dann in die höhere Stufe rübergehen, damit die quasi diesen Wechsel zur höheren Stufe besser schaffen. Dann die, das hat man eh schon gesagt, erste, vierte Klasse. Ein Kindergarten, das gleiche, maximal 5 Kinder im Raum. Also ich weiß, dass da jetzt wesentlich mehr drin haben. Dürfen dann immer alle einen Kindergarten, nur ein Teil der Leute? Ich weiß es nicht. Also auch das steht hier nicht drin, nur die Empfehlung ist, maximal 5 Kinder pro Raum. Und immer die gleichen halt. Ja. Und vor allem da halt auch die Älteren, die 5- bis 6-Jährigen, die kurz vor der Schule haben, damit die halt in die Vorschule etc. gehen können. Kita, sagen sie, sollte nach wie vor auf Notbetrieb bleiben, weil eben gerade diese ganz Jungen, denen kannst du nicht verklickern, dass die Abstand halten müssen. Und deswegen sollen die so klein wie möglich bis zu den Sommerferien weiterhin im Notbetrieb bleiben. Die Abschlussklassen sollen dann zum Beispiel als erstes wieder den ganzen aufnehmen, weil die ja die Prüfungen schreiben müssen und sollen aber nur in die Kernfächer wie Deutsch, Mathe, Fremdsprachen geschult werden und den Rest nimmer. Also dass man halt hier vielleicht dann wirklich das so sagt, okay, die einen kommen am Montag 6 Stunden, die nächsten am Dienstag 6 Stunden oder die einen haben von Montag, Dienstag und die anderen Mittwoch, Donnerstag, wie auch immer. Und eine Zusatzstunde, wo man eben dann die anderen Sachen so ein bisschen mitmachen kann, aber halt, dass halt nur die Sachen, die sie jetzt für die Abschlussprüfung brauchen, Druck kommen. Es wird weiter Fernunterricht geben, gerade für die Älteren ist Fernunterricht gut und auch für die Studierenden, also Unis sollen weiter im Fernunterricht bleiben wie jetzt, solange bis zum Sommersemester sollte es also durchgeführt werden, laut Deni Erner Expertise. Also das war es jetzt mal zur Schule und jetzt kommen wir zum normalen öffentlichen Leben. Das haben sie relativ kurz beschrieben, muss ich sagen, also es geht nur, wenn die Neuinfektionen stabil auf so niedrigem Niveau bleiben. Wenn die klinischen Reservekapazitäten aufgebaut sind, die hätten wir momentan, also das wäre gar nicht das Problem. Und wenn aber auch die Versorgung der anderen Patienten wieder aufgenommen werden würde. Also auch ein ganz wichtiger Punkt. Weil momentan haben wir deswegen so viele Freibetten, weil wir die anderen nicht operieren. Und auch das soll wieder mit aufgenommen werden und trotzdem sollen genug Betten und genug Personal zur Hand sein. Wie das geht, ich weiß es nicht. Dann natürlich die Hygienemaßnahmen, Mund-Nasenschutz, Distanzregeln und zunehmende Identifikation von Infizierten, also viel mehr Tests und jeder, was infiziert ist, muss halt dann in Quarantäne gehen und alle Leute, wo er getroffen hat, eben auch. Aber halt nicht mehr alle, sondern halt nur die, die es betroffen hat. Ob das so funktioniert mit der App oder mit Handyordnung? Wahrscheinlich. Naja, es sollen auch wieder dienstliche und private Reisen
unter Beachtung der genannten Schutzmaßnahmen getätigt werden. Auch hier steht nicht drin, wie das genau funktioniert. Und wie gesagt, hier nur das Tragen von Mund-Nasen-Schutz sollte als zusätzliche Maßnahme in bestimmten Bereichen wie dem öffentlichen Personenverkehr und anderen Pflicht werden. Tja. Sportliche Veranstaltungen, gesellschaftliche sollen nach und nach wieder ermöglicht werden, aber nur eben, wenn räumliche Distanz gewährleistet ist. Ja, das wäre natürlich schwierig. Wie macht man das dann in einem Fußballstadion? Darf man da nur 1000 Leute rein? Jeder sitzt in einem Block alleine. Naja. Gut. Wie gesagt, hier nochmal das Thema Mund-Nasen-Schutz, das wird kommen. Also, ich glaube, da braucht man nicht diskutieren. Das müsste jetzt eigentlich jedem klar sein, dass uns das irgendwann treffen wird. Dann natürlich auch ganz klar, die EU muss die Kohle raushauen. Da ich aber weiß, wer in die EU am meisten Geld einzahlt, weiß ich, wem das zum Schluss wieder, wer das zahlen muss. Ja, wir, logischerweise. Wir, die Deutschen zum Großteil und die Österreicher. Tja, da werden einige Milliarden und Billionen wahrscheinlich nur aus dem EU-Topf rauskommen, die dann irgendwann mal wieder gezahlt werden müssen. Was mir ganz gut gefallen hat in diesem, ich kann mir den Namen nicht merken, Leopoldina, sind natürlich auch ein paar Linksgrüne dabei. Das war ganz klar, auf das habe ich direkt gewartet und es kam natürlich, wie es kommen musste. Bereits bestehende globale Herausforderungen, wie insbesondere der Klima- und Artenschutz, verschwinden mit der Krise nicht. Politische Maßnahmen, Maßnahmen, die bereits vor der Corona-Krise auf eine breite wissenschaftliche Evidenz und einen politisch-gesellschaftlichen Konsens beruhen, dürfen nicht abgeschwächt werden und müssen weiterhin mit hoher Priorität umgesetzt werden. Also wenn man überlegt, zum einen irgendwie Steuern zu senken, dieses zu machen und auf der anderen Seite, das haben auch die Grünen nochmal ganz stark betont, die CO2-Steuer muss kommen. Also das heißt, unsere Wirtschaft ist eigentlich so ein paar Zentimeter vom Abgrund und mit dem sind wir dann einfach einen Schritt weiter. Tja. Wie gesagt, Grünen sagen, kein Problem, wir ziehen das durch. Genau, was mir dazu einfällt, was ich vor kurzem gelesen habe. In die Städte ist ja jetzt viel, viel weniger Verkehr. Also müsste eigentlich noch diesen ganzen wissenschaftlichen Konsens ja auch die ganze Belastung runtergehen. Das passiert aber nicht. Ganz im Gegenteil. Es bleibt gleich oder steigt teilweise sogar. Also ist es vielleicht gar nicht der Verkehr. Sollten wir mal zumindest drüber nachdenken. Was auch in der Studie ganz deutlich rausgeht, es wird regionale Unterschiede geben. So wie zum Beispiel Bayern ist jetzt ja wesentlich stärker involviert in das ganze Thema als manch anderes Bundesland oder auch manche Ortschaften, so wie es jetzt schon ist und das soll noch viel stärker werden, dass quasi mehr oder weniger, keine Ahnung, der Landrat entscheidet, okay, bei uns im Landkreis ist Mundschutzpflicht, bei uns im Landkreis ist dieses, also dass man das nicht auf ganz Deutschland abstellt, sondern wirklich regional, wo es benötigt wird. Ob das dann sinnvoll ist, wenn die Leute dann zwischen den Landkreisen hin und her pendeln? Ja. Interessant Thema, man sollte auch immune Personen jetzt schon einsetzen. Das heißt, dass man die Leute testet, ob sie Antikörper haben und wenn ja, dann kann man die ja relativ gefahrlos dann wieder einsetzen. Wobei das gefahrlos ist ja auch, da gibt ja auch Studien aus Südkorea, wo 100 Leute sich wieder infiziert haben. Warum und weswegen, weiß man noch nicht, aber ein gewisses Geschmäckle ist definitiv dabei. Was mir aber sehr gut gefallen hat, Vorbereitung ist gut. Ganz neue Töne hören wir plötzlich. Das Leben mit Risiko gehört zum Alltag, auch wenn wir uns das sonst nicht bewusst machen. Aha. Menschen können erheblich besser mit Risiken umgehen, wenn sie angemessen informiert werden. Risiken werden als besonders bedrohlich beurteilt, wenn sie als unbekannt, außergewöhnlich und unfreiwillig eingeschätzt werden. Also hier, was ich immer sage, Vorsorge ist das Gegenteil von Panik. Ganz klipp und klar. Und das kommt plötzlich hier drin. Bin etwas überrascht, sowas zu hören. Aber natürlich, es waren ja die Rot-Grünen mit dabei, und der Satz darf natürlich auch nicht fehlen, die sozioökonomischen Aspekte. Zu besonderen Risiko gehören Alleinerziehende, okay, Migrantinnen und Migranten ohne Sprachkenntnisse, alleinlebende Ältere, psychisch Erkrankte, Pflegefälle und Arbeitslose. Also bei Arbeitslosen frage ich mich, müssen die jetzt in Kurzarbeit? Bei Migranten frage ich mich,
Hat sich für die irgendwas geändert? Gut, klar, manche sind jetzt in Quarantäne, das ist mit Sicherheit nicht angenehm. Aber da sehe ich ganz andere Gruppen, die momentan, die Selbstständigen finde ich da zum Beispiel nicht. Das waren für mich momentan die, die es am meisten trifft. Oder die ganzen Arbeitnehmer, die stehen da alle nicht drin. Also das ist wieder typisch. Ja. Naja, wie gesagt, vielleicht muss Arbeitsloser jetzt in Kurzarbeit, ich weiß es nicht. Und zum Schluss, Sie haben es das Ganze ja nur in einem Satz zusammengefasst. Die aktuellen politischen Maßnahmen erfolgen aus nachvollziehbaren Gründen angesichts des hohen Zeitdrucks recht pauschal. Ja. Wegen der Schwere und Dauer der Grundrechtsbeschränkung ist es nun geboten, über Alternativen und mögliche Lockerungen nachzudenken. Ohne das Schutzziel aus den Augen zu verlieren. Ja. Eine beständige Prüfungspflicht hinsichtlich einer möglichen Lockerung der Verbote ist verfassungsrechtlich geboten. Ja, dem kann ich mich anschließen. Das ist das, was ich noch am meisten an dieser Studie oder Stellungnahme dazu sehe. Also ich habe es gesehen, es war bis auf die Schulen nicht wirklich viel Neues drin. Es war jetzt auch nichts drin, wo ich sage, das war irgendwie fundiert, mit wissenschaftlich unterlegt, sondern es waren halt schlichtweg irgendwelche Zusammenfassungen von irgendwelchen Leuten, die sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt haben. Ob das jetzt sinnvoll ist und ob man darauf jetzt alles abstellen sollte, tja, das müssen andere entscheiden. Ich bin nicht ganz überzeugt von allem, was da drin steht. Manches war gut, aber manches auch nicht wirklich. Gut, das war's wieder von mir. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Falls es noch nicht passiert, gerne meinen Kanal abonnieren, würde mich noch mehr freuen. Und ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Stefan von Outdoor Chiemgau. Bis zum nächsten Video. Servus.